Ich habe dich gesucht. Hast du mit Herod gesprochen? Was hat er gesagt? Weiß er, wie wir die Nachtspitze versiegeln können? Er hat mir diese Schriftrolle gegeben. Das ist das Siegel von Erzmagierin Kyrioger. Sie war eine berühmte Herpatikmagierin, die an Nirans Seite persönlich gekämpft hat. Verdammt, sie ist in altimperialistisch verfasst. Ich werde eine Weile für die Übersetzung brauchen. Hat er gesagt, was es war? Warum hat er uns das hier gegeben, anstatt uns einfach zu sagen, was wir brauchen? Er schien durch Magie zum Schweigen gezwungen zu sein. Natürlich. Die Legenden erzählen nie davon, was der Kriegerkönig und seine Gefährten gesehen haben. Das hat für mich nie einen Sinn ergeben. Aber wenn das tatsächlich durch einen Zauber von Erzmagierin Kyrioger bedingt war, in dieser Schriftrolle müssen schreckliche Geheimnisse verborgen sein. Oder äußerst gefährliche Magie. Wir müssen vorsichtig sein. Also, was kommt als nächstes? Als nächstes kehren wir nach Spherios zurück. Ich mache mich sofort an die Übersetzung der Schriftrolle. Und Vater möchte dich sicher in der Hauptstadt sehen. Die Föderation ist geschwächt und auf einen Angriff der Schattenbrut nicht vorbereitet. Sie wird deine Hilfe brauchen. Einverstanden. Wir sehen uns in Spherios. Thank you for your efforts. Brandgeborener, du bist zurück. Tatjana hat mir alles darüber erzählt, wie du Padana von den Nachtboten und Gesichtslosen befreit hast. Und jetzt bist du auch ein Ehrenmitglied der Herpatikrieger, das an ihrer Seite gekämpft hat. Ich war beschäftigt. Du schaffst es immer wieder, mich zu beeindrucken. Und nun, da die Nachtspitze zurück ist, brauchen wir dich mehr denn je. Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Kann ich mich darauf verlassen, dass du bleibst und Haus Sorza sowie der Föderation dienst? Selbstverständlich. In Anerkennung deiner Errungenschaften und deiner außerordentlichen Dienste gebe ich dir hiermit ein Anwesen. Es ist noch wüst und du musst dich in deiner Freizeit darum kümmern. Aber ich habe Vertrauen in deine Fertigkeiten. Ich fühle mich geehrt, Averto. Danke. Ich werde einen meiner Ritter schicken, um dir dein Anwesen zu zeigen und dir eine Einführung zu geben. Tatjana kommt in Kürze an und wird uns in der Zwischenzeit über ihre Suche berichten. Bleib noch hier. In Ordnung. Is everything all right? Ah, Tatjana. Gut. Sag mir also, welche Fortschritte gibt es in Sachen Nachtspitze zu verzeichnen? Wenn es stimmt, was die Herpati sagen, dann ist dort die Hölle los. Zuhören. Es ist nicht nur das Kanusgebirge, Vater. Und es sind nicht nur die Herpati. Als die Nachtspitze vor 1000 Jahren aktiviert wurde, führte das zum großen Bruch. Kreaturen des Chaos breiteten sich aus, gewaltige Erdbeben erschütterten das Land.
Das gesamte alte Reich brach zusammen. Zuhören. Ich kenne die Geschichte, Tatjana, aber sieh dich um. Unser Gebäude steht noch immer. Das Schlimmste ist nicht eingetreten. Die Brandgeborenen haben die Geräte zerstört, die die Spitze mit Energie versorgen, richtig? Das muss doch etwas bedeuten, oder? Richtig. Sollte das Portal nicht aufhören zu wachsen? Von überall aus der Föderation kommen Berichte rein, Konsul Averto. Schreckliche Kreaturen wurden gesichtet, wie sie durch die Luft schwebten und weitläufige Gebiete zerstörten. Selbst wenn die schlimmsten Auswirkungen verhindert werden konnten, so kann ein Portal dieser Größe dennoch eine ausgewachsene Invasion bedeuten. Was jetzt? Es muss einen Weg geben, das Portal komplett zu versiegeln, wie Erzmagierin Kriogea es vor all den Jahren getan hat. Meine Übersetzungen deuten darauf hin, dass sie ihre Magie benutzte, um etwas von größter Bedeutung zu verstecken, nachdem sie das Portal versiegelte. Was auch immer es war, ich glaube, das ist der Schlüssel, um das Portal zu versiegeln und die Pforte zum Reich des Chaos zu schließen. Dann müssen wir es finden. Einverstanden. Unsere Soldaten sind gut ausgebildet und mutig. Sie können die Schattenbrut für eine Weile aufhalten. Aber wenn wir dieses Portal nicht schnellstens versiegeln, verlieren wir über kurz oder lang den Zermürbungskrieg. Dann legen wir los. Dasselbe habe ich auch gedacht. Vater, ich vertraue dir die Verteidigung an. Ich führe die Suche nach Kriogeas Schatzkammer an. Die Wüstenelfen sind die besten Historiker, die ich kenne. Ich beginne dort mit meiner Suche nach Hinweisen. Was soll ich nur tun? Du bist jetzt meine starke rechte Hand, Brandgeborener. Ich zähle auf dich, dass du dich dieser neuen Bedrohung stellst. Hilf unseren Verbündeten, wo du nur kannst. Löse ihre Probleme und erhöhe deine Reputation in jedem neuen Königreich. Wir brauchen ihre Loyalität, wenn wir gemeinsam gegen die Schattenbrut vorgehen sollen. Werde der Held, der sie eint. Das werde ich. Hello there, friend. Eine Schattenbrut-Invasion, Chaosgötter am Himmel und die Gesichtslosen im Schatten. Nun, zumindest wird es nie langweilig. Ich habe die Loyalitätszeichen mitgebracht. Ah, Brandgeborener. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe unzählige Berichte aus der gesamten Föderation erhalten, die deine Bemühungen lobpreisen. Ich vereine die Leute, wie du es wolltest. Gut, die Leute müssen Helden wie dich an vorderster Front sehen, die alle Königreiche gleichermaßen beschützen. Mit der Schattenbrut, die sich Tag für Tag vermehrt, war eine vereinte Föderation noch nie so wichtig wie jetzt. Ich wünschte nur, ich könnte dir davon berichten, dass unsere Suche nach Informationen zur Erzmagierin Kriogea genauso erfolgreich war. Gab es denn überhaupt keine Hinweise? Wir haben die Geschichten der Wüstenelfen durchforstet, aber es wird nichts darüber erwähnt, wie Kriogea das Tor verschlossen hat. Aber wir haben etwas gefunden, von dem wir hoffen, es gegen unsere Gegner einsetzen zu können.
Was ist los? Geh und sprich mit Christa in der Bibliothek. Sie wird dir mehr darüber erzählen können. Verstanden. Brandgeborener, ich habe gehört, dass du über den gesamten Kontinent gerannt bist und den Helden gespielt hast. Meine Arbeit war im Vergleich dazu ziemlich langweilig. Was offen gesagt bedeutet, dass ich vermutlich nie wieder ein Buch lesen werde, solange ich lebe. Aber wir haben womöglich etwas Nützliches gefunden. Diego erwähnt etwas von einer Waffe. Richtig! Die uralten Monster unserer Welt reagieren auf den Bruch an der Nachtspitze. Es sind zum größten Teil Kreaturen des Chaos. Und all diese neue Chaosenergie hat einen Einfluss auf sie. Kürzlich haben wir herausgefunden, dass verdichtete Prana-Kristalle in ihnen wachsen. In ihnen? Wie das? Auf die gleiche Weise, wie Gideon Mondlichtblumen dazu verwendete, Prana in seinen Opfern zu verdichten. Diese Monster ziehen die Chaosenergie an, die aus dem Portal fließt, und gewinnen an Stärke. Diese Chaosenergie formt Prana-Kristalle um ihre Herzen herum, die als Blutsteine bekannt sind. Das klingt furchtbar. Furchtbar, aber auch mächtig. Genau wie die Essenzen, die wir nach jeder Invasion gesammelt haben, könnten sich diese Blutsteine als nützlich erweisen. Sie könnten sogar helfen, diesen Krieg wieder zu unseren Gunsten zu wenden. Ist es überhaupt sicher, Prana zu nutzen? Wir haben wohl kaum eine Wahl. Ich verspreche, dass wir so vorsichtig sind wie möglich. Aber diese Chance müssen wir einfach ergreifen. Denkst du, dass du uns genug Exemplare dieser Blutsteine für ein paar Experimente besorgen könntest? Könnte ich. Welche Monster haben sie? Soweit wir das beurteilen können, wachsen Blutsteine in den mächtigsten aller Gegner. Uralte Monster, verderbte Wächter, Wahnsinnige, die mit Chaosenergie herumexperimentieren. Solche eben. Finde sie, erledige sie zum Wohle der Föderation und bringe ihre Blutsteine zu uns. Verstanden? Verstanden. Ich komme mit den Blutsteinen wieder. Hast du schon genug Essenz in jeder Region gesammelt, um alle Sturmjägerfragmente herzustellen? Vergiss nicht, die Reputationshändler erzählen dir, wie viel und welche Art du brauchst. Viel Glück. Ich habe den Blutstein. Wow, das ist ja ein kleiner Berg von Blutsteinen. Fantastisch!
Wir hätten es nicht ohne dich geschafft, Brandgeborene. Wir werden uns sofort an die Arbeit machen. Also, was ist der Plan? Chinova ist ein Schmied, der unter seinen Leuten großes Ansehen genießt. Ich glaube, dass wir mit seinen Fertigkeiten und meinem Wissen aus diesen Steinen eine neue Art von Waffe herstellen können. Aber währenddessen werden wir sicher einige davon zerstören. Deshalb danke, dass du genug für uns gesammelt hast. Solange es hilft. Hey, Kopf hoch! Wir haben die klügsten Leute des Kontinents, die daran arbeiten. Ich werde es dich wissen lassen, sobald wir etwas Brauchbares haben. In der Zwischenzeit solltest du dich darauf konzentrieren, uns am Leben zu halten. Werde ich. Viel Glück euch dreien. Ippen can turn anything into gold. Da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht, Brandgeborener. Was ist los, Mokoro? Ich habe meine Vermessungsteams ausgequetscht, ob sie irgendwelche Hinweise auf den Standort von Kryogers Schatzkammer haben. Wir sind vielleicht nicht so berühmt wie die Wüstenelfen, aber wir haben überall auf dem Kontinent Leute. Ich dachte mir, zumindest einer von ihnen muss etwas gehört oder gesehen haben. Erfolg gehabt? Eines ist sicher. Sie befindet sich nicht innerhalb der Grenzen der Föderation. Der Konsul und ich fangen an zu glauben, dass wir weit entfernt suchen müssen, wenn wir die Schatzkammer finden wollen. Ich habe das Gefühl, du solltest deine Suche auf die unerforschten Regionen außerhalb der Föderation ausdehnen. Irgendwelche Vorschläge? Hast du vom zeitlosen Dschungel gehört? Das ist ein dichter Regenwald im Süden der Knolleinöden. Außerdem beheimatet er die Saurins, ein mörderisches, blutrünstiges Volk, wie es die Welt kaum gesehen hat. Aber Avertus Hotza scheint der Meinung zu sein, dass du das schaffst. Außerdem habe ich dort möglicherweise einige Kontakte, die dir helfen können. Im Dschungel? Wieso? Die Goldschlüsselhändler vertreten ihre Interessen überall. Wir finanzieren eine Minenexpedition in der Region. Eine unabhängige Truppe, die sich Rotsonnenschürfer nennt. Wenn du ihnen wichtige Vorräte ins Lager bringst und ihnen meinen Namen nennst, werden sie dir sicher helfen. Welche Art von Vorräten? Das ist der komplizierte Teil. Die unerforschten Gebiete sind nicht Teil der Föderation. Nicht alle ihre Händler akzeptieren unsere Währung. Einige von ihnen handeln nur in einer Währung namens Kriegertalent. Genau das braucht das Team. Wo ist der Haken? Diese Währung ist selten. Am wahrscheinlichsten findest du sie in alten Ruinen, uralten Gräbern und anderen abgelegenen Orten. Und selbstverständlich ist es ein Gefahrenaufpreis-Albtraum, Auftragnehmer im monsterverseuchte Dungeons zu schicken. Aber du findest dich ja ständig an solchen Orten wieder. Das sollte für eine Abenteuerin wie dich kein Problem sein. Ich nehme an, das passt. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Halte die Augen offen nach Kriegertalenten, wenn du alte Dungeons plünderst, okay? Wenn du eine angemessene Menge gesammelt hast, komm zu mir. Dann organisieren wir deine Reise in den zeitlosen Dschungel. Hört sich gut an. Ich werde nach Kriegertalenten suchen. Thank you.